Ciao. Hallo. Servus. Yes, yes. My name is Chiara Levato. I come from Italy. I'm performing my PhD research funded by the German Money Museum, and it's based on functional analysis of these stone tools. Oktober 1956. Auf der griechischen Insel Thasos klafft nach einer Sprengung im Tagebau Zines ein schwarzes Loch in der Felswand. Der deutsche Geologe Hermann Jung entdeckt erste Stein- sowie Knochenwerkzeuge und lässt den Abbau stoppen. In den 80er und 90er Jahren führen Kukuli von der Euphorie Kavala und Weisgerber vom Deutschen Bergbaumuseum Bochum Ausgrabungen durch. Die Datierung der Ockergrube ergibt ein Alter von über 20.000 Jahren. Damit ist Zines das älteste Bergwerk Europas. Heute werden diese Steingeräte im Rahmen einer Doktorarbeit untersucht. Die verwendeten Geräte verraten viel über ihre Nutzung, wenn man genau hinschaut. Dazu werden gezielt Silikonabformungen der Gebrauchsspuren gemacht und die Steingeräte mineralogisch klassifiziert. Denn wer den Ockerbergbau von Zines verstehen will, muss auch die Geologie verstehen. The main geological aspect in this area, the area of Zines, is to find out exact the mineralization. The minerals that constitute this area, such as hematite or barite. So it's very important here geologically and archaeologically. Take the fish and put it over there. Mittlerweile hat sich die Kameratechnik, die Sensoren, die Objektive, die wir haben, deutlich weiterentwickelt gegenüber der Möglichkeiten, die Weisgerber vor 30 Jahren hatte. Wir wollen schöne Bilder machen mit 2, 3 Blitzlichtern, um einfach auch die Grube, wie schön sie eigentlich ist, auch adäquat abbilden. Um ein fotogrammetrisches 3D-Modell erstellen zu können, braucht man Fotos mit einem gewissen Überlappungsbereich. Normalerweise sagt man, dass der zwischen benachbarten Bildern 70% und 80% sein sollte. Das heißt, man muss relativ dicht fotografieren. Damit ist ein zusätzliches Element der Dokumentation von Zines abgeschlossen. Backstage. Oh, with baguette. And what about the baguette? Oh. Bone tools was a radiocarbon dating, giving a date of 2000 years before present. Es ist natürlich bei Fotogrammie. Gibt's das? Gibt's das wirklich? Das gibt's, ja. Sehr schade erst.